Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir sind hier noch am Einkaufszentrum, sind gerade am Fundament gießen und ja, natürlich wieder mit unserem heißgeliebten Betonkübel, der schon mittlerweile für heilig erklärt wurde. Und ja, deswegen machen wir direkt damit weiter. Ich habe ja in der letzten Folge die Arbeiten hier ein bisschen unterbrochen, weil die Folge schon so lang war. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir haben uns ja auch in der letzten Folge so ein bisschen über alte Spiele unterhalten. Finde ich auch ein ganz nettes Thema und alte Spielkonsolen oder allgemein Spielkonsolen. Und ja, da ist mir gerade noch, als ich Stopp gedrückt habe, ein Spiel eingefallen, was ich auch immer so gefeiert habe. Und zwar für das Nintendo war das. Müsste Super Nintendo gewesen sein, glaube ich. Donkey Kong. Donkey Kong Country. Ich glaube, es war Super Nintendo. Wie viele Stunden ich einfach bei diesem Spiel ja, verbracht habe. Auch richtig cooles Spiel. Spiele ich auch heutzutage noch gern, muss ich sagen. Spiele ich auch noch richtig gern. Und natürlich, es gibt noch mehr so Klassiker auf Nintendo-Konsole, muss man natürlich sagen. Die fallen mir jetzt erst alle wieder so nach und nach ein. Zum Beispiel auch Nintendo 64. Sowieso super krasse Konsole damals für die Zeit. Die erste Konsole, die so 3D, glaube ich, richtig darstellen konnte. Oder einer der ersten Spielekonsolen, die das konnte, glaube ich. Beziehungsweise, nee, da gab es ja auch schon die PlayStation 1 oder so. Ach, ich komme da, blick da zeitlich nicht so ganz durch. Jedenfalls, Nintendo war da ganz vorne mit dabei. Und dann gab es ja Zelda Ocarina of Time. Ist meiner Meinung nach auch immer noch eins der geilsten Spiele überhaupt. Ich habe mich als Kind immer angepinkelt vor lauter Angst. Normalerweise, ich glaube, das Spiel ist auch erst ab einem älteren Alter eigentlich zugelassen, aber wir durften es als Kind schon spielen und es war schon extrem gruselig und beängstigend stellweise, aber war einfach ein richtig geiles Spiel. Ich denke, oder ich erinnere mich immer gerne an diese Zeit zurück von Zelda Ocarina of Time, muss ich sagen. Oder Zelda A Link to the Past oder wie das hieß für Super Nintendo, aber natürlich Ocarina of Time, erstes Mal 3D-Zelda. Dann diese ganze Musik, ich muss sogar sagen, ich höre ab und zu einfach mal die ganzen Lieder von Zelda Ocarina of Time. Such ich mal einfach bei YouTube raus, da gibt es auch extra so einen Zusammenschnitt mit allen Liedern. Oder nochmal nachgespielt und es ist einfach, diese Lieder einfach in dem Spiel, die sind einfach der Wahnsinn. Die lösen so ein richtig geiles Feeling aus, allein deswegen hat das Spiel schon mal 9 Sterne von 10 verdient. Und dann natürlich die Story und so weiter. Hat eigentlich wirklich 15 von 10 Punkte verdient. Also sogar mehr als möglich. War schon ein richtig cooles Spiel. Habe ich schon wirklich sehr gefeiert. Wie gesagt, als Kind habe ich da mir öfters mal in die Hose geschissen. Aber war trotzdem einfach richtig cool. Man hat es trotzdem immer weiter versucht und hat sich gegruselt und gefeiert. Und es war halt auch noch so ein Spiel, wenn man da nicht mit den KI-Leuten geredet hat oder mit den ganzen... Oder nicht richtig aufgepasst hat bei der Story, wusste man auch einfach nicht, wie es weitergeht. Da ist man halt einfach tagelang durch die ganze Map gelaufen, die eigentlich gar nicht so groß ist, aber trotzdem riesig gewirkt hat. Und hat versucht, irgendwo weiterzukommen und ist da dann verzweifelt. Und da gab es ja auch noch nicht so wirklich Let's Plays. Und ich glaube, damals zu Nintendo-Zeiten gab es da, glaube ich, eine Hotline. Da konnte man anrufen, wenn man irgendwie bei Spielen nicht weitergekommen ist. Die haben einem da geholfen, soweit ich weiß. Habe ich aber nie gemacht. Wir sind einfach dann immer Tage oder Wochen lang durch die Gegend gelaufen. Da hat unser Vater, der hat da immer noch mitgeholfen. Und ja, dann kamen wir da manchmal zusammen nicht weiter. Und dann ist man halt da tagelang trotzdem weiter rumgelaufen. Und das war auch schon richtig, richtig cool. Erinnere ich mich gerne zurück an diese Zeit mit Zelda, muss ich sagen. War schon richtig cool. Ja, natürlich Mario 64 kennt bestimmt auch noch jeder von euch, der ein bisschen älter ist. Der auch aus dieser Zeit kommt. War auch, glaube ich, das erste 3D-Mario. Und war und ist einfach heute fast noch, finde ich, das beste Mario, muss ich sagen. Also mir persönlich, Odyssey war ja auch so ein bisschen dran angelehnt, an dieses Mario 64-Feeling oder an diese Spielart quasi, dass man von einer Sache zur nächsten reist und dann diverse Sterne holen kann. Aber natürlich Mario 64 durch diese coolen Bilder, wo man dann reinspringen musste, um die Prinzessin dann zu befreien und Sterne sammeln musste und so weiter. Das war nochmal irgendwie was Besonderes. Also Odyssey war schon von der Spielart sehr nah dran an Mario 64, finde ich, aber hat auch nicht mehr so den Glanz erreicht wie damals halt die Spiele. Und das, ja.
Deswegen, ich sage ja, ich finde, Spiele von früher hatten einfach nochmal so ein anderes Feeling. Die waren einfach irgendwie anders. Ich weiß nicht, warum oder wie man das erklären kann. Da sind die Stahlträger, okay. Vielleicht waren die Spiele einfach besser. Vielleicht hatten die einfach mit mehr Liebe gestaltet. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man vorher auch einfach nichts anderes kannte. Das kann natürlich auch sein. Das waren ja immer Neuheiten, die da gekommen sind. Aber irgendwie war das da alles ein bisschen anders. Ich bin gerade überlegen, welche Titel es da noch gab für Nintendo 64. Ich glaube, Banjo und Kazooie. Ich glaube, das war auch ein Nintendo 64-Spiel. War auch richtig cool, aber ich glaube, dieses Spiel haben wir nie fertig gekriegt. Das haben wir, glaube ich, irgendwann dann mal verkauft gehabt, um uns irgendein anderes Spiel zu kaufen. So hat man es halt als Kind gemacht. Eingebrauchtes Spiel kaufen, durchspielen oder bis man nicht mehr weiterkommt oder keine Nerven mehr hat oder keine Lust mehr auf das Spiel. Und dann hat man sich halt ein anderes Spiel für gekauft, beziehungsweise hat es halt wieder zurückgebracht. Und hat sich dann halt ein anderes Spiel gegönnt. Bereue ich aber so ein bisschen, dass wir das Spiel nicht mehr haben. Banjo und Kazooie. Richtig cooles Spiel auch. Gab es ja jetzt auch nochmal so einen indirekten Nachfolger mit Yooka-Laylee. Wurde ja auch von Rare, glaube ich, entwickelt, wenn ich mich gerade nicht irre. Und das waren auch dieselben, die halt Banjo und Kazooie gemacht haben. War auch das gleiche Spielprinzip. Ich habe Yooka-Laylee auch mal angefangen gehabt zu spielen, aber es hat mich irgendwie nicht mehr so gefesselt wie früher. Weswegen ich dann schon nach ein, zwei Stündchen wieder damit aufgehört habe. Und ja, das gab es, glaube ich, mal kostenlos im Epic Game Store. Deswegen hatte ich mir das mal geholt und habe da mal reingespielt, aber es hat mich einfach nicht mehr so gefesselt. An sich auch wieder richtig nett und süß gestaltetes Spiel, auch eigentlich wirklich fast genauso wie damals Banjo und Kazooie. Aber irgendwas hat mir halt gefehlt, was mich fesseln hätte können. Und dann, ja, verliert man natürlich die Interesse und dann ist halt nach 1, 2, 3 Stunden Feierabend. Vielleicht gucke ich da irgendwann nochmal rein, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist es zu schade, es so stehen zu lassen und nicht fertig zu spielen. Naja, vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Zeit und Lust dazu und dann lege ich da nochmal los mit. Ich hatte auch vor, ich weiß gar nicht, kurz bevor ich Corona hatte, hatte ich auch nochmal mit Zelda Ocarina of Time angefangen. Hab's aber nicht ganz so weit gespielt. Ich bin, glaube ich, nur bis Verlorene Wälder, war bei Azalia oder so und ich glaube, weiter hatte ich erstmal nicht mehr gespielt gehabt. Da habe ich hier wieder mehr ein bisschen Computer gedaddelt und da ist die Konsole wieder ein bisschen eingestaubt. Momentan habe ich die Konsole an meinen Vater verliehen, jetzt zockt er ein bisschen wieder Zelda Ocarina of Time und versucht da weiterzukommen und kämpft darum. Ich tue ständig irgendwelche Konsolen verleihen. Ja, aber nur familienintern. Das war auch immer cool, weil bei den alten Konsolen, wenn die mal nicht gegangen sind, einfach Spiel rausziehen, oder einmal reinpusten und dann haben die Sachen wieder funktioniert. Einfache Fehlerbehebung hat fast immer funktioniert. Kannst natürlich bei heutigen Konsolen bringt dir das überhaupt nichts mehr. Aber früher waren halt die Spiele noch ein bisschen anders aufgebaut. Aber wenn es mal nicht funktioniert hat, wie gesagt, das ging so einfach. Einfach reinpusten, schon war die Sache repariert. Das war noch einfach. Einfache Zeiten. Oh, bei der PlayStation 2 hatte ich Pech gehabt. Ich habe mir, glaube ich, 3 oder 4 PlayStation 2 kaufen müssen. Es war eine schlimme Zeit, aber ich habe, glaube ich, nur 2 von bezahlt oder 1 von bezahlt. Da war ich auch so ein bisschen vom Pech verfolgt. Eine PlayStation 2 war kaputt gegangen. Einfach so, hat einfach nicht mehr funktioniert.
Gut, kauft man sich eine neue. Die ist mir dann aber nach kurzer Zeit vom Schrank gefallen. Irgendwie ist es bei uns anscheinend so Brauch, dass Konsolen von Schränken runterfallen. Nee, ich bin da, glaube ich, am Controllerkabel hängen geblieben und habe die dann einfach vom Schrank runtergezogen, ist runtergefallen. Ja, nächste kaputt. Gut, also nächste angeschafft. Dann, glaube ich, hatte ich mit meiner Schwester gespielt gehabt und dann ist sie, glaube ich, im Kabel hängen geblieben nach kurzer Zeit. Dann ist bei ihr nochmal runtergefallen und dann, so ging das halt immer weiter. Und da hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 PlayStation, wo wir innerhalb einem Jahr gekauft hatten. Riesengeschäft für Sony. Da ist einfach alles schief gegangen. Einmal halt PlayStation, wie gesagt, so kaputt gegangen und dann 2-3 Mal runtergefallen und dann, ja, die letzte, die lebt jetzt immer noch. Die ist noch ganz normal brauchbar, sag ich mal lieber so. Ist aber jetzt safe im Schrank verstaut, damit die nicht runterfallen kann. Ja, da hatte ich ein bisschen Pech gehabt mit den Konsolen. Weil normalerweise gehe ich mit sowas immer extrem vorsichtig um. Ich denke auch, dass die erste PlayStation kaputt gegangen ist, weil die oft mit mir auf Wanderschaft war. Ich denke mal, die wird da irgendeine Reise nicht überstanden haben, weil meine Eltern haben sich damals getrennt, als ich noch ein Kind war, und ich bin jedes Wochenende halt zu meinem Vater und habe immer die PlayStation mitgenommen. Das heißt, die PlayStation ist jedes Wochenende mit mir im Rucksack durch die Gegend gereist. Das hat die anscheinend nicht so ganz überstanden, dieses Gerüttel und Rumreisen, und vielleicht ist auch ein bisschen Dreck reingekommen im Rucksack und was weiß ich. Hat sie nicht so ganz gut überstanden, aber naja, was will man machen? Ich glaube, ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich mit meinem Vater immer Formel 1 gespielt habe. War auch PlayStation 2 Zeit. Da musste natürlich die PlayStation dann jedes Wochenende immer mit. Oh, Stahlträger. Ja, ich bin ja deswegen jetzt immer noch Formel 1 geschädigt, muss ich sagen, weil ich ja damals bei dem Formel 1, ich glaube 2003 oder 2005 war das, konnte man ja Abkürzungen nehmen, hat keine Strafen für gekriegt, man war einfach dann viel weiter vorne. Faires Spiel von mir. Und mein Vater konnte sich die Abkürzungen nie merken, die ich immer gefahren bin. Somit habe ich halt immer gewonnen. War halt ein ganz einfaches Spiel. Hat er sich immer tierisch drüber aufgeregt, aber wir haben trotzdem halt jedes Wochenende gespielt. Jetzt hat man halt das Problem, ich habe ja auch ein neueres Formel 1, zwar nicht das ganz aktuelle, aber ein etwas neueres, ich weiß aber gerade nicht mehr welches. Und ich habe diese Strecken so im Blut drin mit den Abkürzungen, dass ich automatisch immer jetzt da lang fahren will, wo die Abkürzung war früher. Ja, in dem heutigen Teil entweder fährst du dir die Karre kaputt oder du kriegst halt eine Zeitstrafe oder wirst disqualifiziert. Und das passiert mir so oft, dass ich im Gedanken dann einfach die Abkürzung durchfahre und dann zack, disqualifiziert. Ja, so ist das. Das ist die Strafe dafür, dass ich früher immer beschissen habe. Das Lustige ist, mein Vater wollte dann auch immer bescheißen, hat aber die Abkürzung nie getroffen und ist irgendwo an der Wand gelandet und das hat ihn ja immer noch ein bisschen weiter zurückgeworfen. War schon ganz praktisch so, war schon ganz gut. Aber ich finde es immer wieder krass, wenn man halt so alte Spiele mal wieder auspackt, was sich da grafisch eigentlich alles so getan hat und spielerisch, wie viel Möglichkeiten man mehr bekommen hat. Ich sag zwar immer, ich bemängel halt bei den heutigen Spielen, oder was heißt bemängel, ich vermisse so ein bisschen das Feeling von damals bei den heutigen Spielen, aber man hat schon viel mehr Möglichkeiten, natürlich grafisch ist schon viel geiler als damals, muss man auf jeden Fall sagen. Das auf jeden Fall. Gerade was Thema Grafik betrifft, sind natürlich die aktuellen Spiele sehr, sehr, sehr weit vorne. Ja, nicht wundern, ich gieß optisch daneben, es zählt aber, als würde ich reingießen. Also da nicht wundern gerade. Ich muss gerade mal gucken, unser Kran steht so da. Oder? Nee, da steht.
So, okay. Ich musste gerade mal schauen, wie rum ich überhaupt lenken muss, wo mein Kran steht, damit ich den Kübel gescheit ausgerichtet krieg. So, der ist aber schon wieder leer. Wir sind schon bei 52%. Eieiei, das geht aber wieder schnell. Das geht wieder schnell hier. Kübel ist schon wieder leer. Nicht zurücksetzen. Einmal das. Einmal das. So, mal wieder aus Kransicht steuern, deswegen drehe ich mich gerade mal, weil sonst werde ich da verrückt, wenn ich da umdenken muss beim Steuern, dann kommen wir nicht da an, wo ich hin will. Ich will den Kübel nämlich wieder zu der Anlieferzone hinstellen und wir haben ja die ganzen Materialien sogar schon verteilt, sehe ich hier gerade erst. Gar nicht drauf geachtet eben beim Erzählen. Ups, ein bisschen hart abgesetzt, aber ist noch ganz. Baumaterialien auspacken. Dafür steigen wir erstmal aus unserem heißgeliebten Kran aus und welche Baumaterialien? Die da. Okay, den Haufen nicht, dann gehen wir da hin. Müssen wir eigentlich auch, aber ging gerade irgendwie nicht von der Seite aus. Deswegen gehen wir jetzt von der Seite nochmal hin. Okay, da haben wir schon mal das Holzgerüst quasi für die Wände. So, Holzpfeiler müssen wir auch hier irgendwo liegen haben. Sind das die? Das sind anscheinend die. Wir wechseln mal wieder mal in die Ego-Perspektive. Ist einfach wieder cooler mit dem Kran. Ich hoffe mal, wir sehen die Teile jetzt. Nicht, dass die zu nah am Kran liegen. Ne, sehen wir. Sehr schön. Das ist perfekt. Ich finde es auch gerade so, wenn man an Zugsimulationen auch denkt oder Flugsimulatoren, was sich da auch so grafisch getan hat. Ich habe mit Train Simulator angefangen, Zugsimulationen zu zocken. Den allerersten Train Simulator Teil. Ich glaube, er hieß einfach nur Train Simulator. Weiß ich noch, hatte ich in so einer kleinen Plastik-CD-Hülle noch drin. Ganz viele CDs waren das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Dass man das immer alles installiert hatte und grafisch eigentlich total Augenkrebs. Aber früher hat man es einfach gefeiert. Das war schon richtig cool. Ich muss mal gucken, ob es dann noch irgendwelche alten Videos auf YouTube zu gibt zu dem Spiel. Würde ich einfach mal wieder gerne sehen. Und das hat schon richtig Bock gemacht, wenn man bedenkt, wie heute dann die Zugsimulatoren aussehen. Richtig krass eigentlich. Wäre Trains and World ein bisschen performanter noch und hätte weniger Nachladeruckler drin und nicht ständig dieses Mikro-Stottern, dann eigentlich richtig geiler Titel. Klar hat auch noch so Fehlerchen drin, aber grafisch ansonsten richtig, richtig geil, richtig schönes Spielchen. Und wäre es vielleicht auch von einem anderen Entwickler. Ich bin nicht so der größte Dovetail Games Fan, leider muss ich sagen. Ich finde, stellenweise tun die ein bisschen die Community vernachlässigen. So als kleiner YouTuber kriegt man nicht mal eine Antwort von denen, wenn es nur ums Logo geht. Ja, viele Sachen, die eigentlich schon standardmäßig dabei sein sollten, kommen jetzt gefühlt erst bei Trains and World 3 so langsam an nach. Trains and World 3 basiert aber immer noch auf der Unreal Engine 4, statt da auf die 5er zu gehen zum Beispiel. Um ein bisschen mehr Performance noch rauszuholen, dieses Stottern ein bisschen rauszukriegen von dem Spiel. Ja, lauter so Sachen. Halt ein bisschen fragwürdig sind. Aber was ich ja gut finde, ist, dass man die ganzen alten DLCs ja weiter benutzen kann im neuen Teil. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für Dovetail Games, aber ansonsten sind viele Sachen da, wo ich mir denke, okay. Muss nicht sein unbedingt, was sie da machen.
Genauso wie viele halt in Trains and Worlds 2 Zeiten Probleme hatten, dass das Spiel während dem Spiel einfach abgestürzt ist. Meine Stimme lässt gerade nach. Ich muss gerade mal das Mikrofon kurz stumm schalten. Ja, und bei vielen ist das Spiel einfach abgestürzt oder der Systemspeicher angeblich vollgelaufen, obwohl das nicht der Fall war und da wurde einfach nichts gemacht. Der Fehler wurde dann angeblich 30 Mal in Updates behoben und er war aber einfach nicht behoben und lauter so Sachen. Ist ja genau jetzt. Letzte Update von Trains in World 3 stand auch in den Patch Notes drin, dass das Ruckeln ein bisschen weggekommen sein soll im Update. Die Performance allgemein ein bisschen besser werden gewesen oder eigentlich werden sollte. Und ja, ich hab keinen Unterschied an den FPS-Zahlen gemerkt, plus es ruckelt noch genauso wie vorher. Diese Nachladeruckler sind immer noch so da, und dieses Micro-Stuttering oder wie sich das nennt. Hat sich bei mir überhaupt nichts geändert. Und das Lustige ist, wenn man bei Trains in World 3 in den Startoptionen bei Steam DX12 reinschreibt, dann hat man an Bahnhöfen 60 FPS. Und allgemein auch ein paar mehr FPS, als wenn man einfach ohne Startoption das Spiel spielt. Sehr komisch eigentlich, dass das so möglich ist. Aber ich habe es selber ausprobiert und leider funktioniert das bei mir, lustigerweise. Da sieht man eigentlich, dass da noch viel Potenzial von der Entwicklung her wahrscheinlich wäre, da mehr FPS rauszuholen und vielleicht das Stottern zu beseitigen, aber ja, jetzt sind wir schon im dritten Teil von Trains in World 3, von Trains in World und das ist halt immer noch so. Ich soll Fertigwände liefern. Ich wollte gerade gucken, wo stehen die Wände denn? Ja, die sind noch gar nicht da, die muss ich holen. Ja, und auch wie schon mal erzählt, ich hatte auch Dovetail Games mal angeschrieben, weil ich eigentlich das Logo gerne hätte für Trains in World 3, damit ich das auf die Thumbnails drauf machen kann. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. War auch bis jetzt der einzigste Publisher oder beziehungsweise Entwickler, von dem ich keine Reaktion bekommen habe. Und das ist halt sehr schade. Alle anderen haben immer recht freundlich reagiert und schnell geantwortet. Und zum Beispiel die Entwickler von Buzzworld. Ich hatte Samstagabend denen geschrieben, wollte Sonntagmittag die Videos schon rausbringen. Habe ein bisschen spät die angeschrieben, muss ich zugeben. Und ich habe Sonntagmorgen eine Antwort schon gekriegt und da war das Logo dabei, hat mir noch viel Erfolg gewünscht für das Projekt auf YouTube und finde ich nett und super. Ja, ich hätte auch eigentlich nicht mit gerechnet, dass da Sonntag noch eine Antwort kommt, weil irgendwann hat man ja auch mal Wochenende, sag ich mal so. Ansonsten Dovetail Games war halt so der einzige Entwickler, der sich nicht gemeldet hat. Astragon ist mega nett. Im Umgang mit YouTubern muss man sagen, Aerosoft macht auch einen sehr netten Eindruck. Wie gesagt, die von Buzzworld auch sehr, sehr freundlich und sogar am Wochenende geantwortet und quasi so mitgearbeitet, was gar nicht nötig gewesen wäre. Ich hätte einfach dann später noch das Logo auf die Thumbnails draufgepackt, aber hat mich gefreut auf jeden Fall. War schon sehr, sehr freundlich. Ja, aber naja. Vielleicht bin ich noch zu klein einfach, aber da hätte man trotzdem schreiben können, hier du, sorry, dein Kanal ist uns noch zu klein. Mach erstmal ohne Thumbnails oder mach gar keine Videos mehr von unserem Spiel, keine Ahnung. Obwohl es ja eigentlich Werbung für die ist, wenn ich ein Spiel da zeige. Aber naja, wer nicht will, der hat schon. Deswegen gibt es Trains in World 3 nur mit ganz normalen Schriftzug, was ich da einfach drauf geschrieben habe. Was soll's? Ich hatte auch im Spielordner eine Datei gefunden, wo ich mir hätte das Logo abgreifen können. Habe ich auch kurz überlegt, ob ich das mache und einfach benutze, aber ich wollte es einfach nicht ohne Erlaubnis machen. Und deswegen, ich bin halt immer so nett und frag an. Finde ich, gehört sich einfach. Außer natürlich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ist das Astragon? Ich glaube, Astragon hat
quasi so eine kleine Presseseite, da kann jeder drauf zugreifen, da kann man sich das Logo nehmen, kann das auf seine Bilder draufpacken. Da brauchen wir erst gar nicht anfragen und er hat hier gerade wieder so ein bisschen anscheinend einen leichten Schlaganfall erlitten. Er läuft gerade wieder ein bisschen merkwürdig. Ich kann wieder nicht... Er läuft nur gerade wieder diese, ja, diese eine Animation ab quasi. Naja, ich schaff's schon irgendwie zum Kran. So. Das ist natürlich auch immer praktisch, wenn so ein Publisher einfach auf der Homepage vom Spiel so eine Presseseite hat, so ein Presskit, wo man sich einfach dran bedienen kann. Ich meine, dann haben die weniger Arbeit, weil sie halt weniger Nachrichten beantworten müssen von irgendwelchen YouTubern oder irgendwelchen Presseleuten, keine Ahnung. Plus man selber spart sich halt die Arbeit, wenn man da niemanden anschreiben muss. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt eigentlich, finde ich. Ja, aber bei Dovetail Games habe ich halt sowas nicht gefunden, keine Ahnung. Es ist manchmal gut versteckt, kann ich auch verstehen, dass es versteckt ist, damit da vielleicht nicht jeder irgendwie sich bedient oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber da konnte ich kein Logo auftreiben zum Beispiel. Laut Nase müsste das so rumgedreht werden. Aber den letzten hat auch jemand bei einem Trainsim World Video kommentiert und der hat auch geschrieben gehabt, dass er ein Problem hat, dass manche Züge sich irgendwie nicht anfahren lassen und so. Also es liegt nicht an mir. Ich hatte ja das eine Video gemacht mit der Baureihe 182 mit der Dispo-Lok. Und das, normalerweise das Szenario sollte laut Spiel um die halbe Stunde 45 Minuten dauern. Am Ende war ich, glaube ich, 1,5 Stunden unterwegs oder sogar länger, weil diese blöde Lok nach jedem Stopp nicht mehr anfahren wollte. Und ich die ganze Zeit rumgewürgt und rumprobiert habe und alles Mögliche gedrückt habe, bis ich wieder irgendwann anfangen konnte. Und dadurch hat das Video einfach mal eine Stunde länger gedauert, als eigentlich angedacht. Es ist zwar manchmal cool, wenn man so Sachen, so Momente in Spielen hat, wo man dann erstmal Fehler suchen muss bei der Lok, was funktioniert nicht, technische Fehler, technisches Problem und man muss das irgendwie lösen. Es war eigentlich ganz cool, aber in dem Fall war es anscheinend nicht gewollt und man hat halt öfters mal so Momente in Trains in World 3, wo irgendwelche Sachen passieren, die gar nicht gewollt waren. Genauso wie diese Notbremsung zum Beispiel im Kölner Hauptbahnhof. Das haben sie jetzt, glaube ich, auch endlich mal rausgepatcht, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil die hatten das in ihrem System irgendwie so drin, dass wenn man auf ein rotes Signal zufährt, je näher man an das Signal kommt, desto weniger Höchstgeschwindigkeit darf man noch haben. Und das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Man darf dann quasi mit den erlaubten 40 oder 20 oder was weiß ich. Ich glaube, Kölner Hauptbahnhof sonst 20. Darf man dann eigentlich bis zu direkt vor das Signal fahren und muss halt dann davor noch zum Stehen kommen. Sonst löst eine Notbremsung aus, das Sicherheitssystem. War halt in dem Fall so, dass je näher man dem Signal gerollt war, desto langsamer musste man fahren. Das heißt, theoretisch musste ich 10 Meter vor dem roten Signal nur noch mit 1 km/h durch die Gegend rollen. 50 Meter vom Signal entfernt war vielleicht noch 10 Spiel intern erlaubt. Das wird aber eigentlich angezeigt, oder das wurde eigentlich angezeigt. Ja, lauter so ärgerliche, doofe Fehler sind da drin. Und ich meine, also was muss beim Testen auffallen? Mir ist das beim ersten Mal anfahren oder einfahren in den Kölner Hauptbahnhof aufgefallen, dass da irgendein Mist passiert. Da frage ich mich halt manchmal, wird das überhaupt getestet bei denen oder nicht? Oder ist die Community einfach der Test? Oder weiß ich nicht. Ansonsten, ich mag Trains in World 3, wie gesagt, grafisch cool, es macht auch Spaß, wenn man ganz viele DLCs hat, hat man auch einigermaßen viel Zugverkehr oder mehr Zugverkehr als sonst, wirkt dann auch schon ganz anders, da macht schon viel mehr Spaß auf jeden Fall, aber es sind halt viele Fehlerchen drin, wo man sich denkt, irgendwie auch ein bisschen unnötig oder komisch oder warum ist das vorher nicht aufgefallen, wo man sich dann so ein bisschen als Beta-Tester fühlt und man hat noch für bezahlt und das mag ich halt eigentlich gar nicht. Wenn ich Beta-Tester bin oder Tester, dann möchte ich, dass es als Early Access-Titel gekennzeichnet ist und ich möchte dann halt da ein bisschen weniger Geld für bezahlen. Weil ich ja eigentlich teste und meine Zeit dafür investiere. Aber naja. Schwieriges Thema. So, wie weit sind wir denn hier?
Markierten Bereich räumen. Mein LKW soll wieder weg. Ich nehme die Abkürzung. Boah, fast auf den LKW draufgesprungen. Halt auch noch genauso eine Sache wie Buchfahrpläne gibt es in Transworld 3 nicht. Was ich auch sehr merkwürdig finde, weil man kann eigentlich ohne Hilfe kaum in dem Spiel fahren oder man muss sich halt vorher hinsetzen und muss sich entweder einen Buchfahrplan irgendwie selber erstellen oder die Strecke schon mehrmals abgefahren sein, sich selber einen Buchfahrplan erstellen oder man muss halt googeln, ob es da einen gibt, der zum Spiel passt oder. Das ist halt auch ein bisschen schade, finde ich, weil man kann es eigentlich so, wie es ist, nicht wirklich realistisch gut spielen. Nicht so wirklich. Ich meine, man merkt halt, dass an dem Titel gearbeitet wird, aber ja, es ist halt irgendwie schade, dass sowas erst nach und nach reinkommt. Ich meine, es gibt jetzt, wie gesagt, den dritten Teil Transworld 3. Ich glaube, man hat in Transworld 2 irgendwann mal angefangen, die Haltestellenanzeigen so zu machen, dass sie die wirklichen Fahrzeiten von den Zügen anzeigen. Und jetzt sind wir bei Transworld 3 und meiner Meinung nach zeigen die oft immer noch Schwachsinn an. Oder es wird nichts angezeigt und es fahren dann trotzdem Züge ein auf dem Bahnsteig und irgendwie passt es dann irgendwie alles wieder nicht. Und ich meine, es ist eine Kleinigkeit, aber ja, fürs Allgemeinbild, wenn halt sowas auch schon drin ist, sollte es halt auch richtig funktionieren. Genauso wie halt im letzten Update sollte auch behoben werden, dass wenn man das Spiel beendet, ein Unreal Engine 4 Fehler kommt, eine Fehlermeldung. Sollte beim letzten Update behoben worden sein. Ich habe das Update installiert, Spiel gestartet und Spiel beendet, zack, Unreal Engine 4 Fehlermeldung. Wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe es vor 2 Sekunden gelesen, dass der Fehler behoben sein sollte. Genauso mit dem Stottern. Ich hatte gelesen, dass das ein bisschen weniger werden sollte und es ist alles einfach genauso wie vorher. Weiß ja nicht. Woran das liegt. Naja. So, da sind wir jetzt hier bei 72%. Sollen jetzt die Deckenelemente platzieren? Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Lassen die Fracht gerade mal so schön angehängt. Dann kann ich doch noch ein schönes Foto schon machen. Weil habe ich, glaube ich, wieder vergessen in der Folge. Oder habe ich nicht? Habe ich? Habe ich nicht? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt mir eure Transworld 3 Erfahrungen mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr auch so manche Sachen ein bisschen nervig findet und was ihr euch da vielleicht anders wünschen würdet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich bin ja nicht der Einzige, der irgendwelche Probleme mit Transworld 3 hat und ja, kann man sich ja einfach mal drüber austauschen. Ja, wenn euch die Folge, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und was ich noch darauf hinweisen wollte, es gibt jetzt die Möglichkeit, Kanalmitglied bei meinem Kanal zu werden. Ja, dafür werde ich auch nochmal ein extra Video erstellen, beziehungsweise vielleicht gibt es das mittlerweile schon, bis die Folge hier rauskommt. Für 2,99 € im Monat könnt ihr euch diverse Vorteile sichern, wie zum Beispiel ein Symbol hinter euren Namen in den Kommentaren oder im Live-Chat. Bei Livestreams, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht irre, da sieht man, wie lange ihr schon den Kanal unterstützt und das ist natürlich auch ein cooles Zeichen, finde ich. Dann sind eure Kommentare auch ein bisschen anders hervorgehoben, also ich sehe die eher, ich kann also auch besser darauf reagieren. Ich weiß gar nicht mehr, was alles die Vorteile waren. Irgendwann kommen noch Emojis hinzu, die werde ich noch erstellen. Da muss ich mir noch Gedanken machen und. Wie gesagt, da gibt es nochmal ein genaues Infovideo. Aber ich wollte es jetzt einfach gerade nochmal kurz ansprechen. Ja, es gibt natürlich dann auch für die Kanalmitglieder separate Umfragen vielleicht, die den Kanal ein bisschen mehr betreffen oder auch vielleicht zum einen oder anderen Spieler. Muss ich noch schauen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, so zu machen, dass Nicht-Kanalmitglieder nicht benachteiligt werden, so will ich sagen. Also, wenn man kein Mitglied ist, soll man nicht benachteiligt werden, aber wenn man halt Mitglied ist, soll man so ein paar Bonussachen bekommen oder ja, ein bisschen mehr mitkriegen, was so im Hintergrund passiert.
So, wo habe ich das auch mal schnell angesprochen? Ich werde, wie gesagt, dann noch ein gescheites Infovideo zu machen und dann nochmal alles auflisten, damit ihr da auch einfach drüber Bescheid wisst. So, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Tommy. Tschüss.